herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Boah, es ist kalt hier draußen. Outdoor Elder. Ja, ich bin im Wald. Oh, für meine Gesundheit ist ja natürlich gar nichts. Ne? Aber ja, ihr könnt euren Augen ruhig trauen. Das ist kein Greenscreen. Das ist ein Green Forest. Fast die Armbeuge verfehlt. Da wäre ich sofort in die Klasse. Das war kein Nieser. Ich konnte ihn noch abfangen. Egal, was die Auswertung später durchs BKA ergibt. Also, ich verbreite hier gar keine Viren. Ich bin kein Superspreader. Ja? Ihr könnt eure elektrischen Greifarme und solchen Schutzanzüge direkt wieder einpacken. Scheiße. Worum geht's? Warum habe ich es geschafft, hier rauszugehen? Ja, tatsächlich nach all den Jahren. Nun, ihr erinnert euch, ich habe ein Paket bekommen. Darin waren zwei sehr hochpreisige Gegenstände, verbunden mit der optionalen, aber emotional natürlich erpresserisch angelegten Bitte. Man könnte auch sagen, das war ein verblümter Befehl, die gefälligst zu testen im Wald, ne? Ach, denn den Leuten reicht es nicht, dass ich mit ihnen mundfusselig rede drinnen und damit eine Kehlkopfentzündung riskiere. Nein, ich muss auch noch raus in den herbstlichen, schrägstrich winterlichen Wald und mir da den Arsch abfrieren. Sitzen auf einer Mülltüte. Ja. Ich konnte jetzt hier in den alten Tagen, den alten harten Tagen, denn ich kann auf den Baumstumpf hier nichts anderes drauflegen, der ist so harzig. Nimm die Kamera überhaupt auf, sonst bringe ich mich aber um. Nee. Ja, doch, tut sie. Also ich meine, ich bringe mich nicht um. Nee, mach ich nicht. Als einziges Hilfsmittel Paracord. Ne? Ich habe erst überlegt, ob ich Wurstgarn nehmen soll. Aber ich muss zwei Barhocker anfertigen und dann mit Preta darauf ein, ebenfalls in dem Paket, das ich geschickt bekommen habe. Nee, alles richtig. Whisky. Och. Den muss ich verkosten mit Preta auf diesen Hocker. Und Preta ist leider nicht da. Eigentlich sollte heute kommen, aber nö, natürlich geht's wieder nicht. Und dumm gelaufen. Jetzt geht schon die Sonne unter. Ich habe zu lange gewartet auf den Penner, den Preta wollte ich sagen. Ich guck mal, ob er versucht hat, mich zu erreichen. Nee, natürlich nicht. Ach, klar für ihn. Deswegen nehme ich Paracord. Das bleibt dann hier stehen an einer sicheren Stelle, wo sich kein Reh damit erhängen kann. Und dann komme ich dann morgen mit Preta und wir probieren aus den Whisky und das Sitzen auf den Barhockern. Wer da am längsten drauf sitzt, ohne dass das Ding zusammenbricht, der hat nicht gewonnen, sondern naja, im gewissen Sinne schon, der hat die körperliche Unversehrtheit gewonnen oder zumindest länger erhalten können. Aber das Outdoor-Gerät, mit dem ich das dann zusammengebaut habe, den Barhocker, der nicht zusammengebrochen ist oder nicht so schnell, das hat gewonnen. Denn wir haben hier die zwei ewigen Kontrahenten der Waldbonzen. Wir haben eine Grenzförsbrück, ja, und die Silky Gameboy. Und das sind beides Gegenstände, die könnt ihr euch gar nicht leisten. Ne? Die also einer von euch schon, der hat sie mir geschickt. Und danke nochmal dafür. Heute werde ich austesten, welches als Universum weiß ich sowieso nicht, Universalismus, alles scheiße, Kosmikalwerkzeug sich am besten eignet. Ja? Nehme ich das dem realistischen Test zu führe, damit Barhocker zu bauen. So, ich glaube, ihr habt es langsam verstanden. Ne? Ich nutze dafür ausschließlich Totholz. Das ist auch Totholz, das keiner mehr will. Falls ihr euch erinnert, vor der Kulisse habe ich damals Martin Sellner hat mein Leben zerstört gedreht. Das ist gefühlt schon ein Jahrhundert her. Seitdem habe ich schon viele Leben zerstört. Und mein Leben hat sich auch noch weiter zerstört, als ich es jemals gedacht hätte. Dazu an anderer Stelle mehr. Oder auch nicht, damit ich den Schein bewahre. Und ihr könnt dann sagen, auch Auto, hinter dem geht es ja gut, ne? Gut, manche schicken. Aber der Rest von euch, unbrauchbar. So, ich nehme jetzt das Totholz, dann mache ich daraus Hocker. Ja? Ich fange an, ich denke mal, nehme mit, mit der Grenzförsbrück. So. Da muss man für jeden Vokal einzeln bezahlen. Wie macht man denn den Hocker am besten? Also am besten nimmt man sich mal irgend so ein Teil hier. Und hier ist es, das sehe ich sofort. Aha, die ersten Störfaktoren
Da hat es sich schon mal jetzt richtig gut gegen behauptet. Jetzt nur mal so zum Spaß. Ja, das war jetzt nichts. Das ist eher der Qualität des Holzes geschuldet. Ach, diese blöden Handschuhe, die brauche ich ja noch gar nicht. Obwohl ich hier jetzt schon die Dornen anfasse. Ne? Das wäre schon klug, die einzusetzen. So. Ja, das ist mein Stolz. Ne? Natürlich, ich bin so einer. Ich sag mir, boah, ich brauche keine Handschuhe. Ich brauche gar nichts, nur ein Messer. Aber Messer darf ich ja diesmal nicht einsetzen. Aus offensichtlichen Gründen. Das wird das Ergebnis verfälschen. Das ist aber immer mit der Reihenfolge so schwierig. Boah, ist anstrengend, sowas zu bauen. So, das ist zu hoch für einen Hocker. So. Deshalb hauen wir das jetzt hier einfach mal durch. So, in der Mitte oder was. Indem wir das hier drauflegen. Das ist nicht nur ein Sitz, das ist auch ein Hackklotz. Und also, aua, verdammt nochmal. Wie gesagt, das ist, wie hoch sitzt man denn? So in etwa. Das ist schon Borsch. Wow, verdammt nochmal. Das ist gefährlich mit so einer Axt. Ist alles rutschig. Oh, ist das Borsch. Heiliger Himmel. Ja, das ist das mit dem Totholz. Und dann zu so einer Jahreszeit, wo findet man da welches, das nicht schon total durch ist. Aber es geht gut, ne? Es geht gut. Auf der anderen Seite wird es weniger morsch. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja. Das Problem bei Äxten ist immer, dass die so verdammt laut sind, ne? Da könnt ihr jederzeit so ein komischer Förster kommen und sagen, ja, Kruzifix noch einmal. Was machen Sie denn da? Dann würde ich sagen, was machen Sie denn hier? Hä? Komischer Bayer. Das ist übrigens die Biber-Methode des Holzbehauens. Schon anstrengend mit so einer Axt, ne? Aber mit der Säge auch. Ja, was habe ich hier schon rumgesägt in dem Wald? Mit sehr mageren Ergebnissen immer. Ja, lieber Methode hat den Vorteil, dass sie aus der Natur ist. Ansonsten eigentlich kein. Hier ist so ein ganz blöder Baumknoten drin. Da fliegt einem auch manchmal was ins Gesicht. Manche Outdoor-Experten auf YouTube tragen deswegen Brillen im Wald, Schutzbrillen. Da werde ich es tun, wenn ich ein Auge verloren habe. Dann trage ich einen Schutzmonokel, weil ein Auge zu verlieren ist ja nicht so schlimm. Schließlich hat das so ein Odin-Wotan-Flair. Weil wir wahrscheinlich die Hose dreckig. Wozu hat man eine Mülltüte hier? Yeah. Gut, ich habe jetzt einen Eindruck gewonnen, wie das Dingelchen hier so ist. Jetzt teste ich mal ein anderes. Nur zum Vergleich. Oh, ups. Bei so einer Gelegenheit ganz schnell mal in den Fuß hacken. Aber ich nicht. Mir ist sowas noch nie passiert. Deswegen kann es mir niemals passieren. So. Ich habe nämlich hier auch Milfax Wild Ball. Das hat damals mit Versand irgendwie so 11, 12 Euro gekostet. Ne? Plastik und sehr dünn. Kam super stumpf an. Ganz anders als die Grenzfürstbrück. Oder wie auch immer, die war rattenscharf und das hier Ding nicht aus dem Rost, das wenn man das nur anguckt. Ist schön leicht dafür. Passiert nur leider auch nichts, wenn man da drauf hat. Naja, es geht. Nee, ist irgendwie nichts. Schauen wir mal, ob es wirklich nichts ist. Oh. Ja,
ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hier ist aber auch dreimal so schwer, dreimal so scharf und 300 mal so teuer. Nee, nicht ganz, 10 mal vielleicht. Ja, hier merkst du was, hier merkst du was. Arbeiten ist immer so anstrengend, ne? Dafür mache ich das auch so ungern. Ja, hier geht noch leider noch nichts. Machen wir nochmal von der Seite. Puh, hoi. Ja, hier geht noch einiges. Falls ich mal daneben hacke, ich habe ja hier so gute Handschuhe an, das sollte dann helfen. Man kann sich auch versehentlich selber den Kopf abhacken, ja? Zumindest wenn man im NSU ist oder Zeuge da in dem Verfahren. Also muss man schon aufpassen, ansonsten ist das eigentlich keine reelle Option, ne? Aber wer weiß, wie groß der NSU noch ist. Ne? Das höre ich immer wieder von linken Medien. Der NSU hat ja bewiesen, dass rechte Lager noch zu wenig überwacht. Ja klar, zu wenig. Ne? Wenn das irgendwas beweist, dann, dass sich sowas nicht verhindern lässt. Schließlich hat es ja keiner gewusst im rechten Lager, außer die drei Typen. Die sich dann alle versehentlich den Kopf selber abgehackt haben im Wald. Oder wie war das noch? Ah ne, die haben sich im Auto selber angezündet, erschossen und die Schrotflinte durchgeladen. Plötzlich eine unerkannte Diabetes bekommen, auf der Malerleiter sind runtergefallen in die sich drehende Akkubohrmaschine und haben sich dann selbst im Wald verschacht. Oder irgendwie so ähnlich, keine Ahnung, aber darum soll es hier auch gar nicht gehen. Sowas passiert in einem Rechtsstaat schon mal, ne? Aber wenn es mit der Mafia passiert wäre, dann würde man sagen, oh, hier stimmt was nicht, so war alles in Ordnung. Alles andere wäre Attila Hildmann Verschwörungstheorie. Hey, wundervoll, so weit bin ich ja noch nie mit einer Axt gekommen. Außer die vielen Male, dass ich doch gekommen bin, dass ich doch so weit gekommen bin, komm schon. Also als Sappi eher so Mittel zu gebrauchen, muss ich sagen. Das sind diese Holzgreifer. Also innen drin ist da noch gar nichts vermodert. Ah, wundervoll. Moment, das ist der Teil, den ich brauche. Ach, da hat er die Zeit gestoppt, falls nicht euer Versagen. Ah, hoffentlich läuft das hier auch. Und hier ist jetzt auch schon so ein Bodenstutzer dabei. So, da kann man schon fast drauf sitzen. Ist doch ein bisschen hoch, oder? Ist ein bisschen hoch, ne? Ja, schon. Muss ich hier noch ein bisschen abknapsen. Befürchte ich. Sonst ist es zu hoch. Zu hoch. Das ist schon besser. Oh ja, vorne habe ich mich ein bisschen verkalkuliert, ne? Scheiße. Egal, den muss man halt ein bisschen eingraben. Das ist aber typisch für Barhocker. Meist ein bisschen vergraben. Oder habt ihr schon mal versucht, einen hochzuheben? Falls ja, seid ihr miese Kneipenschläger. Man sollte damit besser hinterm Berg halten und sagen, oh nein, Herr Illner, kann man gar nicht hochheben. Ja, der Fluglärm, der darf natürlich auch nicht fehlen hier draußen in der Natur, der Sonne. Oh ja, also die Axt, die kann schon was. Sehen, wie scharf die doch ist. Oh, ist doch immer Rasiermesser scharf. Ich trompete hier nur. So, Lochgraben für den Hocker. Boah. Also auch schwierig, ne? Aber das geht schon. Mit der Axt selber grabe ich nicht. Aber mit der Axt crafte ich mir ein Gerät, um zu graben. Das geht, ja, ein sogenannter Grabstock. Ist nicht der Opferstock, der rumgeht am Grab. Obwohl das vielleicht auch, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. So, also ein Stock, mit dem man gräbt. Ja, das wissen Laien natürlich gar nicht. Aber ich sag's euch, ja, ich sag's euch, ja. So, sowas hier ist perfekt geeignet dafür. Denn damit kann man. Achso, ich muss ja noch mit der Axt bearbeiten. Ja, klar. Klar, wir wollen hier nicht schummeln. Wir machen hier noch ein bisschen spitzer. Ja, perfekt. So, und damit graben wir jetzt hier ein Loch. Gut, ja, das Gute an so krummen Dingern ist, man stemmt einfach so den Fuß dagegen und dann kann man so machen. Ja, genau. So geht das. Das ist Hebelwirkung, die Wort von Jean-Jacques Hebel damals entdeckt. Oh, was ist das denn hier? Ja, Notwehr gegen die vegetative Unvernunft
So, jetzt machen wir es mal ein bisschen anders, nämlich so. Ah, Knie. Auch nicht mehr das, was sie mal waren. So, jetzt kannst du es hier mit dem Hammerkopf in den Boden reinhämmern. Ne? Funktioniert natürlich überhaupt nicht. Habe ich mir schon gedacht. Ich bin ja auch nicht von vorgestern. Ne? Also muss das hier noch spitzer werden. Genau, dafür halten wir das Ding jetzt so. Stellen uns so hin und machen diesen hier. Wichtig ist ein sicherer Stand. Den habe ich hier genau da eingenommen, wo ich eben ausgerutscht bin. Aber diesmal sicher. Das merke ich ja, weil ich gerade nicht rutsche. Das ist ein sicherer Test. Rutschst du nicht gerade im Moment? Dann der Experte, die es sicher nennt. Outdoor-Regel Nummer 1. Jetzt zeige ich euch meine Spezialtechnik, die ihr jetzt schon erahnen könnt. Oh. Bohren. Ach. Und weil man damit so tief bohren kann, dass man manchmal sogar auf Lava stößt, nennt man das auch Feuer bohren. So. Falls ihr euch mal gefragt habt, was der Begriff eigentlich bedeutet, ne? Lasst euch da kein vom Pferd erzählen. Das bedeutet genau das, was ich gerade gesagt habe. Was war das, ne? Ach so, mit der Lava, ja. Gut, manch einer sagt jetzt, nein, das heißt Magma, wenn das, keine Ahnung, irgendwie am 3. Ostern im Jahr bei Vollmond geschieht. Ich sag, Magma ist ein Pokémon, Lava ist das rote, heiße Zeug aus der Erde. Das Blut der Mutter Gaia, wie manch einer sagen könnte. Oder, keine Ahnung, die Menstruation unserer großen Mutter. So. Da würden dann auch Feministinnen zustimmen. Sogar die Alten wie die Neuen. Obwohl die sonst ja sich nicht so gut leiden können. Weil die einen sind ja trans-exclusive. Und die einen sind exklusiv trans, ne? Das ist natürlich ein Unterschied, der so nicht vereinbar ist. Boah, dauert das lange. Oh, war eine sehr effiziente Technik. Lasst euch da nichts anderes erzählen. So. Oh, jetzt habe ich wieder zugeschüttet, versehentlich. Mit ganzen Sachen. So richtig tief ist das auch noch nicht, ne? Ja, naja, gut. Also ein Barhocker, ne, der, man soll ja drauf hocken, ne, das nicht sitzen. Das sind ja zwei ganz verschiedene Vorgänge, aber der hat noch keine Sitzfläche, die braucht er noch. Und die muss dann befestigt werden und würde ich sagen, dann sind wir eigentlich auch durch. Ja, aber das ist halt mehr so ein Schemel dann, ne. Dem sitzt es so, ja, und freust dich deines Lebens, trinkst einen guten Whisky oder einen anderen. Und das werden wir dann auch noch sehen. Ne? Das ist alles auf einem sehr guten Weg hier. Oh, auch ein alter Trick ist. Sieht man überhaupt, was ich hier tue. Das Loch sieht man zum Glück nicht. Hier so zuzuschütten. Mit anderem Zeug. Ja. Löcher gehen nicht nur in eine Richtung. Ne? Loch misst sich nicht vom Meeresspiegel aus oder vom vorgefundenen Grund, sondern vom Erreichten, ja. Das ist aber keine Outdoor-Regel, ist mehr so Allgemeinwissen und jetzt habt ihr es mal gehört. Das ist ja auch schon viel wert. So. Ja. Ja. Jo. Ja, gar kein Problem. Jetzt brauchen wir nur noch eine schöne Sitzfläche. Muss man wahrscheinlich was craften, ja. Verschiedene Stangen, die so nebeneinander sind und zusammengebunden werden. Jo, hier draus zum Beispiel, der ist ja recht gut. Und da habe ich auch schon einiges abgehackt. Das ist das Richtige dafür. So. Damit man nicht ungemütlich sitzt, ganz wichtig. So ein Trick, den lernt man auch erst nach Jahren im Wald oder beim Zuschauen bei einem YouTube-Video. Sachen, die einen stechen, am besten abhacken. Ne? Außer jetzt so, keine Ahnung,
Sachen, die kein Holz sind. So ist es halt, ne? Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Da kann ich auch nichts für, da könnt ihr mich für verfluchen. Es ist halt so. Ah, schön, schön. So. Hui! So. Da war übrigens kein Fuchsband Corona dran. Ganz ruhig, ja? Ich habe extra vorher geguckt. So. Da. Rabenschwanzfalke sind selten geworden. Woll! So, ist das jetzt schon, reicht das schon für eine Sitzfläche? Nee, nie im Leben. Da brauchen wir noch viel mehr, noch viel mehr. Ich lege das mal hier hin und hol mir noch was Neues. Ah, hier, perfekt. So. Mann, das ist ja viel einfacher als gedacht. Das wird ein super Hopka, sag ich euch. Ihr werdet euch noch wundern. Ne? Keiner hat an mich geglaubt. Alle haben gesagt, der Hühner. Aber jetzt zeige ich euch allen, was ich für ein toller Hecht bin. Allein wie teuer mein Equipment ist. Wenn ich da nicht toll bin, was bin ich dann? Das hier brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Das ist viel zu dünn. Wenn Peter da drauf sitzt, ne, dann fliegt uns das um die Ohren. Ihr kennt den Kerl ja. Ne? Zu faul, um hier aufzukreuzen, aber für einen Snickers reicht die Zeit immer. Müsst ihr ihm nicht unbedingt sagen, ne? Sonst haut er mir doch eins auf die Schnauze, wie man so sagt. Ne? In Gegenden, in denen man sich so ausdrückt. Ja, das macht schon Spaß, wenn so Sachen wegfliegen, man hackt die ab. Ne? Sagen wir mal, es sind keine Körperteile. Das macht sich ja auch. Also nein, aber nee, das ist sehr brutal. So, das reicht noch immer nicht, würde ich sagen. Das macht noch viel zu viel Spaß, um zu reichen. Tippi toppi. Ah. Zu spitz, seht ihr das? Viel zu spitz. Muss doch geändert werden. Ob das hier geht? Ja. Oh, das hält ja was aus hier ohne Ende, ne? Ich habe schon gedacht, das wäre Murks. Von wegen. Kannst du sogar als Hackklotz nehmen, ne? Falls mir Peter lästig wird. Da kann ich ihn direkt darauf, kann ich mir sein Smartphone hacken und ihm ein lustiges Smiley dahinter lassen oder so. Ne? Aber hacken mache ich nicht, das ist auch ja illegal, ist alles illegal heute. Da mache ich jetzt hier mit so einer uralten Methode, die nennt sich aneinanderbinden, zusammen binde ich das. So, gut, da könnt ihr mir mit der Kamera mal folgen, da muss ich alles wieder umräumen, super. Denn ihr folgt mir ja nicht wirklich. Sondern ich folge da quasi euch, ich lasse euch folgen und ach komm, ihr habt ja eh keine Ahnung, wovon ich rede, was ich überhaupt tue, was der Sinn des Ganzen ist, der Aufwand, das Elend, all das seht ihr ja gar nicht, das wollt ihr auch nicht sehen, ne? Das wird so aufreibend für euch, so. Eieiei. Ist das anstrengend. Junge. Fällt dir nichts mehr ein. Ah, dann noch immer die Vögel, die hier Lärm machen. Schön ist das nicht. Man kann viel über die Natur sagen, aber schön ist sie nicht. Ja. So. So in etwa. Oh nein, so ja natürlich nicht. Ne? So. Das sind die Handschuhe. Hier schneiden wir jetzt mal was ab. Das geht mit der Axt auch super einfach. Ne? Das wird nachher mit der Silky noch ein echtes Problem. Das ist ja nicht so, als hätte ich mir dabei jetzt nichts gedacht. Ne? Das ist schon alles von langer Hand geplant. Ne? Oder von schnellem Hirn, könntest du sagen. Also geplant ist dann das falsche Wort. Aber es ist so gut wie geplant, denn es stammt ja von mir. So, und hier führt man jetzt einfach nur die Stöcke ein. Das ist natürlich doppeldeutig, aber ihr seht ja, was ich damit meine. So, und dann wird das gleich nochmal gesichert. Ich hoffe mal, dass die reichen, die ich gemacht habe. Aber das sieht schon sehr gut aus. Das sieht schon enorm gut aus. Das sieht sogar schon perfektiös aus. Komm schon. Das hier ist jetzt Hochpräzisionsarbeit, damit hier nichts, damit ich nicht das Seil durchhaue. So, und das muss jetzt nochmal richtig gut verbunden werden. Am besten wird man noch hier noch was drüber legen. Ne?
Aber dann wird es halt ungemütlich, wenn hier jetzt noch zwei Dinger drüber kommen. Lieber, wir binden einfach so viel Paracord drum, wie irgendwie geht. Das Paracord habe ich übrigens auch mal geschenkt bekommen. Ne? So läuft das, Freunde. Ach, jetzt weiß ich, wie wir das machen. Wir machen das jetzt immer so abwechselnd. Aufpassen und lernen, Freunde. Aufpassen und lernen. Und nehmt das, Freunde, nicht zu genau. So. Ja. So. Ah, hier. Gibt es auch einen Merkspruch für, aber der wird jetzt nicht extra eingeblendet. Den sage ich nur. Kleiner Aal schwimmt um den harten Aal. Dann von der anderen Seite um den anderen harten Aal. Und wiederum um den anderen harten Aal. Nur andersrum. So. Cosinus, Sinus mäßig quasi. Ganz normal eigentlich. Ganz normal. Oh, das hier ist. Nee, Moment. Moment. Hä? Ach so, doch. So, so. Ja, genau. Ja, der Merkspruch, der ist halt nicht so einfach. Mit den vielen Aalen. Der harte Aal, der weiche Aal. Ach, die ganze Aalscheiße. Ihr habt es jetzt langsam mal hoffentlich gerafft. Gut. Hier muss noch da rein. Dieser dumme Aal. So. Der auch. Ja, das geht. Das geht alles. So, das hier, das sieht jetzt alles irgendwie sehr ungeordnet aus, aber ihr werdet gleich staunen, ihr werdet gleich Bauklötze staunen, wie toll das aussieht. Wenn das erstmal toll aussieht, was sich wirklich nur noch um wenige Sekunden handeln kann, wenn nicht sogar Minuten. Ja. Hier habe ich auch tatsächlich ein Minimum an Paracord verwendet, um ein Maximum an Effekt zu erreichen. Was ist denn hier los? Wieso? Hä? Jetzt, oh, jetzt sieht es ja fast so aus, wie ich das mir gedacht hätte. Wahnsinn, wie schnell das sich manchmal, wie schnell das Blatt sich wendet, ne? Alle schon gesagt haben, das klappt eh nicht, ne? Da hat es doch noch geklappt. Ach, wie so oft, sage ich dann nur. So, jetzt noch einmal hier rum. So, und hier rum. Und dann machen wir das hier schön fest. Und dann habe ich hier im Grunde eine absolut perfekte Stuhlplatte gemacht. Nur aus Stöcken und Paracord. Mit einer Grenzfirstbrück. Ja, das ist Crafting auf allerhöchstem Niveau. Das kann auch nicht jeder. Bildet euch da nichts ein, dass ihr das auch so hier so hinkriegen würdet. Ne? Nie im Leben, Freunde, nie im Leben. So, jetzt schaut mal hier hin. Hier hin. Hier hin. Ach, das ist auch mit der Kamera immer ein Scheißdreck. So, das passt jetzt hier von der Rückseite. Moment, ich muss das gerade. Oh. So, hier ist jetzt das perfekte Ding, um hier das so reinzutun. Also mit der Kamera, ich balanciere gerade das Stativ auf meinem Fuß, das ist natürlich nicht optimal. Die könnte jederzeit umkippen, aber die ist schon so oft umgekippt. Und das hatte nie irgendwelche negativen Konsequenzen, außer dass es mal für eine Woche lang nicht funktioniert hat. Also was soll da schon groß passieren? So. Da ist er, der Hocker, der jetzt natürlich hier dumm. Der Hocker eurer Träume. Der Hocker, auf dem Reta oder ich Platz nehmen wird. Seht ihn hier, ich muss mal das vom Stativ abnehmen. Das ist alles Scheiße. Oh nein. Alles gut, ne? Ist wie immer nichts passiert. Kameraschwenk ist zu schnell, steht da drauf. Ja, das glaube ich gerne, dass der zu schnell war. So. Ah ne, hier blende ich ganz formal, ganz professionell epische Musik ein. Moment, mit einem coolen Effekt. Sitze oder hocke oder nicht, das kann man schon als Sitzen bezeichnen. Hier ist gar nicht schlecht, ne? Schon gut, ne? Schon gut. Kann man so lassen, doch. Kann man so lassen. Puh, er bleibt sogar stehen. Gut, ja, alles hat sich jetzt ein bisschen durchgebogen hier, aber das ist so massiv gebaut, das hält das aus, gar kein Problem.
Ist es die Sonne schon untergegangen? Na gut. Fange ich trotzdem noch mit Hocker 2 an. Ja! Outdoor Ena macht also weiter mit der Unbekümmertheit, die nur einem wahren Helden zu eigen ist. Nicht sein Problem, dass die Sonne untergeht, nein, eures. Also freut euch schon mal auf eine im Vollsinn des Wortes unterbelichtete Folge Outdoor Ena, bei der ihr einem Waldschrat im Dunkeln beim Sägen zusehen könnt. Oh Outdoor Ena, womit haben wir deine Geschenke nur verdient? Und würdest du in Gestalt dieses dich selbst bejubelnden Erzählers deine Endworte herausposaunen? Ja, würde er, / ich überlebe! Für ein Kerl. Also ich.